In diesem kurzen Video erkläre ich Ihnen, wie Sie als Infostore-Anwender von der Infostore-App dreifach profitieren können. Mein Name ist Josef Grünbichler, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Toolmaker Advanced Efficiency GmbH. Mein Team und ich haben tausenden IBM AI-Anwendern geholfen, Abläufe effizienter zu machen und zu automatisieren. Auf Anfrage einiger Kunden, bei denen das Infostore-Archiv im Einsatz war, haben wir ein Programm entwickelt, mit dem diese Infostore-Kunden einen großen Schritt in Richtung Modernisierung gegangen sind. Weil dieses Programm ausschließlich im Browser läuft, haben wir es Infostore-App genannt. Die App besteht aus drei Teilen oder Features. Damit Sie einschätzen können, welchen Nutzen die Infostore-App Ihrem Unternehmen bringt, gebe ich Ihnen hier einen Überblick über die drei Features. Erstens die Analyse für eine detaillierte Sicht auf den Inhalt des Archivs. Zweitens die Migration bzw. der Export der Dokumente bei einem Wechsel auf ein anderes Archivsystem. Drittens das Suchen und Anzeigen von Dokumenten im Browser geht mit dem Recherche-Feature. Die meisten unserer Kunden verwenden aus der Infostore-App das Analyse-Feature und das Export-Feature. Ich werde jetzt jedes Feature kurz erklären, damit Sie beurteilen können, ob und wie es Ihrem Unternehmen helfen kann. Das Analyse-Feature ist eine Inventur auf Ihr Infostore-Archiv. Hier sehen Sie, wie die Anzahl Dokumente bei den einzelnen Belegarten von Jahr zu Jahr zu- oder abnimmt, was sich in Ihrem Archiv über die Jahre angesammelt hat, wie sich der Bedarf verändert und was gelöscht werden kann. Das funktioniert ganz einfach. Drücken Sie bei Ihrem Archiv die rechte Maustaste und wählen Sie aus, was Sie wissen möchten. Welche Dokumentenklassen verwenden Sie? Welche Indizes werden in den Dokumenten verwendet? Wie viele Dokumente gibt es pro Dokumententyp? Und wie viele Dokumente gibt es auf die Jahre verteilt nach Typen? Das Migrations- bzw. Export-Feature ist für Anwender, die modernisieren möchten. Wenn Sie in Zukunft mit einem anderen DMS arbeiten möchten oder müssen, installieren Sie ja nicht nur ein neues DMS, sondern müssen auch die vorhandenen Dokumente samt Indizes migrieren. Außerdem wollen Sie nicht alle archivierten Dokumente der letzten 30 Jahre mitnehmen, sondern nur die relevanten Dokumentenarten aus den letzten 12 Jahren. Spuldateien werden beim Export in das PDF-A-Format konvertiert und mit dem jeweils gültigen Formular bzw. Firmenlogo ergänzt. Die Dokumente einschließlich Indexinformationen werden in ein IFS-Verzeichnis exportiert und anschließend im neuen DMS importiert. Alternativ können Sie die Dokumente direkt in DirectArchive migrieren. DirectArchive ist eine moderne und günstige DMS-Lösung von Toolmaker, die auch nativ auf IBM i und hundertprozentig im Browser läuft. Das Recherche-Feature ist für Infostore-Anwender, die vom Infostore-Windows-Client auf eine Browser-Anzeige umstellen wollen. Sie erhalten dafür eine Lizenz für unbegrenzte User. Die Software wird zentral auf Ihrer IBM i installiert, das heißt keinerlei Arbeiten an den PCs der Benutzer. Falls Sie die Dokumentenanzeige in Ihre Anwendungen eingebunden haben, tragen Sie unsere Bibliothek in die Bibliotheksliste ein. Und schon werden die Dokumente im Browser angezeigt. Wollen Sie unabhängig von den Anwendungen direkt im Archiv online recherchieren und die gefundenen Dokumente anzeigen? Dann verwenden Sie dazu ebenfalls dieses Feature. So einfach ist das.